Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres GTA Online Let's Plays. Ich bin Rektalin, ihr schaut Replay Games to You. Und wir starten ins nächste Match. Denke ich. Na, zufällig oder Rennen? Zufällig oder Rennen? Zufällig oder Rennen? Zufällig oder Rennen? Zufällig. So. Ich habe die Entscheidung getroffen. Und zwar, ich treffe keine Entscheidung. Wir machen es rein vom Zufall abhängig. Das sind doch die besten Entscheidungen, oder? Entscheidungen zu treffen, ohne eine Entscheidung getroffen zu haben. Und zu sagen zu können, also ich konnte nichts dafür. Das war das Schicksal. Also da kannst du nur sagen, holla die Waldfee, genau so muss das sein. Musik aus. Musik aus. So, was kaufen wir hier? Was können wir kaufen? Was sollen wir machen? Korrupter Cop. Korrupter Polizist herum. Ermittlungsunterlagen. Bla bla bla. Sturmgewehr. Fuß voll aktiv. Blub blub blub. Okay. Dann geht's jetzt gleich los. Hoffentlich kriegen wir diesmal mal ein Fahrzeug. Scheiß korrupte Bullen hier. Ja, ich würde sagen, super. Wir sind die Gesetzlosen und die sind die Verbrecher. Ist das nicht dasselbe? Und warum bin ich eigentlich alleine im Team? Ich hasse das, wenn sowas passiert. Aber was soll's. Jetzt müssen wir uns irgendwo ein Auto organisieren. Oder vielleicht sitzen wir sogar schon im einen. Das wäre ja geil. Wenn das vorgegeben wäre. Nee, natürlich nicht. Aber immerhin regnet's. Das ist schon mal gut. Ich mag den Regen hier im Spiel. Da diesen Mercedes abklatscht, den nehmen wir. Beweismaterial müssen wir hier rum. Jetzt wäre bei der Richtung Wand gefahren. Hätte uns ja gar nichts gebracht, möchte ich fast sagen. Was haben wir denn hier? Mikro. Aber nur 60 Schuss. Ups, ich habe nicht aufgepasst. Hier rum. Hier müssten wir eigentlich durchfahren können, fast. Bringt uns allerdings auch nicht so viel. Wir fahren da vorne die nächste große Querstraße dann rechts rein. Hier quasi. Oh, die Gegner sind schon da beim Ziel. Fahren wir mal die Parallelstraße entlang. Ne, wir machen das anders. Warte mal, jetzt bin ich über die Haftpumpe drüber. Hier Haftpumpe. Wir sprengen die nämlich einfach in die Luft gleich. Jetzt haben wir uns selber in die Luft gejagt, verdammt scheiße. Ich wusste es doch. Aber wieso hat er nicht getroffen? Das gibt's doch gar nicht. Hätten wir die abgeballert, wäre es besser gewesen. Wurde eingesammelt, okay. Nicht so geil. Wieder in die Luft gejagt, aber wir sie auch. Das ist schon mal was. Bin da so unfair. War in die Luft gejagt, wurde eingesammelt, what the fuck?
Der ist runtergefahren. Hier links rum. Der hat uns Reifen kaputt geschossen, die Drecksau. Scheiß Bulle. Alter. Ich denke, die Strategie mit dem in die Luft jagen war vielleicht nicht die beste. Was soll's, jetzt müssen wir mit dem arbeiten, was wir haben, sozusagen. Ist doch scheiße, dass die zu zweit sind. Die können sich ja gegenseitig absichern, irgendwo. Und wir kommen überhaupt nicht auf Geschwindigkeit hier. Ich habe gedacht, wenn man kurz, du Arschloch, wie er uns beinahe abgedrängt hätte. Nee, es ist einfach scheiße. Der kann den absichern nach hinten weg und wir sind sitzen hier quasi allein in unserem Boot und sind die Deppen. Das ist nur zum Kotzen, ey. Und die Polizei hilft uns auch nicht wirklich weiter. Wurde abgeliefert. Okay, die Sache ist gegessen. Scheiße, ey. Oh, man verliert ja auch so gerne. Danke. Du kriegst auch gar nichts. Das ist scheiße, ist das. Sowas ist, du verschwendest deine Zeit damit. Das ist so unfair. Deshalb kotzt mich GTA Online teilweise an, weil das ist richtig, richtig unfair, ey. Du spielst 2 gegen 1, ne? 2 gegen 1. Dann noch die ganze Kopfscheiße. Und dann, wenn du am Ende noch verlierst, obwohl es unfair ist, weil das Spiel falsch zusammensetzt, nach meiner Meinung, bekommst du dann noch die Strafe, indem du weder Rufpunkte noch irgendwas anderes bekommst. Das kann es ja wohl irgendwo nicht sein. Es ist doch mal affig ohne Ende. Das ist echt ohne Scheiß. Sowas regt mich so auf, ey. Voll derbe. Weißt du, selbst wenn du beim Autorennen jetzt, ne? Wenn du da irgendwie, solange du ins Ziel kommst, ist ja alles in Ordnung. Du musst ja nicht unbedingt Erster werden, dann kriegst du ja auch deine Belohnung. Warum bekommst du hier keine Belohnung? Rufpunkte müsstest du ja rein theoretisch trotzdem bekommen. Ich meine, egal ob du jetzt guten Ruf hast oder einen schlechten Ruf. Ich meine, du müsstest trotzdem Rufpunkte bekommen. Das ist so affig, Leute. Wirklich affig. Bin mal gespannt, was jetzt das neue Patch-Update bringt, dieses Beach bla bla bla, wo man dann Capture the Flag wohl bekommen soll und so weiter. Hoffe, dass es ein bisschen besser wird, ey. Das hier ärgert mich wie die Pest, das kann ich euch überhaupt gar nicht sagen, wie mich das ärgert. Und die Ladezeiten sind auch eine absolute Frechheit, ey. Klar, ich hätte da weitermachen können, aber was bringt mir das, wenn ich dann am Ende wieder in solchen Konstellationen zusammenhänge? Ich kann ja noch nicht mal bestimmen, was ich dann spielen will, weil sie 2 zu 1 outvoten können. Also, was soll ich da sagen? Machen wir mal ein Rennen. Affig. Affig, affig. Also ich muss aber ganz ehrlich sagen, GTA Online ist kein Spiel, wo ich Geld ausgeben würde, also echtes Geld. Dieses ganze Mikrotransaktionskram, das haben sie sich total, ja was soll ich sagen, das haben sie sich nicht wirklich überlegt. Es gibt für mich hier keinen Anreiz, Geld auszugeben. Weil das Problem ist, diese Erfolge, die du halt hast, die Sachen, die du kaufst, die sind im Endeffekt überhaupt nichts wert. Du hast viel zu wenig Auswahl irgendwie, finde ich. Als dass du sagen könntest, okay, das lohnt sich, da habe ich Progress, wenn ich da jetzt Kohle investiere, das ist was Geiles. Die müssten von mir aus anfangen, riesige Immobilien zu verkaufen oder sowas. Kino, oder hast du nicht gesehen? Das wäre mal geil.
Landwirtschaftsschau. Okay, 3,34 Kilometer. Drückt ab, sehr gut. Immer gut, wenn die Leute abdrücken. So, dann nehmen wir auch die hier. Wir wetten auf 9 zu 2, 9 zu 1, 2 zu 5. Wetten wir mal auf den hier 500. Vielleicht gewinnt er ja nochmal. Eigentlich könntest du Millionen machen, indem du Wettbetrug begehst. Du tust dich mit Freunden treffen, sagst hier so und so, wir fahren jetzt immer Rennen und der eine gewinnt, der andere nicht. Dann hast du doch schon so gut wie gewonnen, ey. Ich glaube, wir hätten vielleicht doch eine Motocross-Maschine nehmen sollen. Vor allen Dingen ist der Untergrund noch nicht relativ feucht. Das könnte negativ für uns sein, wenn wir Richtung unbefestigte Straße unterwegs sein sollten, dann doch noch im Laufe des Rennens. Vielleicht hätte ich nicht bremsen sollen. Egal. Ich habe gedacht, die Kurve wäre schärfer. Nur ein bisschen vom Gas reicht auch. Grip ist ja irgendwie da. Versteht mich nicht falsch, ne? Ich meine, ich habe da jetzt zwar gewertet, im Sinne von, dass ich da auf jemanden gewettet habe, meine ich. Aber der muss nicht unbedingt gewinnen, weil wenn ich gewinne, jetzt kriege ich mehr Kohle raus. Wobei der Sieg ja schon wieder in eine weite Ferne gerückt ist durch dieses Scheißdreckskack, der hier abgegangen ist mit dem Rausschießen und so weiter und so fort. Aber was soll's? Mecker da jetzt nicht rum. So, wenn wir beinahe wieder rausgeflogen. Stirbshalte, unheimlich schnell beim Motorradrennen. Ist wohl die Lehre, die man hier rausziehen kann, auch fürs echte Leben. Fahrt keine Motorradrennen und das schon gar nicht mit hochgezüchteten Supersportlern auf Geländestrecken. Davon. Oh, da bin ich, okay. Fehlinterpretiert. Die Sache ist gegessen. Wäre der andere überhaupt losgefahren, hätten wir wahrscheinlich Pech gehabt. Oh, was soll's. Frage ist, ob wir überhaupt ins Ziel kommen. Was ich im Moment noch hoffe, aber bezweifle. Neue schnellste Runde. Tolle Wurst. Runde 2 von 2. Und der erste, der ist schon wieder an mir dran, oder ist er jetzt gerade erst losgefahren oder was? Keine Ahnung. Verrückt. Mach ich mir jetzt keinen Kopf drum. Wir fahren einfach. Vielleicht machen die auch Fahrfehler, sodass wir nochmal ein Stück rankommen können. Wer weiß. Gönnen würde ich es ihnen auf jeden Fall. So, na komm. Diesmal sind wir hier ja ganz gut rumgekommen eigentlich. Tatsache, der hat uns überholt. Danke, tolle Wurst. Scheiße! Aber er ist auch geklatscht, das ist gut. Eigentlich müssten wir viel schneller sein als er. Und ob wir das noch schaffen können? Zweifel fast dran. Danke, du Arschloch. Ja, schaffen wir noch. Hat er gut gemacht. Kannst sagen, was du willst. Hauptsache, wir sind noch ins Ziel gekommen, von daher passt es. Hier bekommen wir wenigstens doch noch Geld und Erfahrung.
Und das ist die Hauptsache nach meiner Meinung. Da hast du deine Zeit nicht verschwendet. Du hast ein bisschen was gemacht. Selbst wenn es nicht so viel Spaß gemacht hat, 2100 ist gut, 500 RP ist ebenfalls gut. Ich bedanke mich natürlich immer fürs Zusehen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.